Yo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu einer Thematik über Mitsuki, einen Charakter, den wir noch nicht so oft behandelt haben, beziehungsweise es schon jetzt ein bisschen länger her ist, dass ich über ihn geredet habe. Über Boruto zu sprechen ist immer ziemlich easy, über Sarada auch, weil das so Themen sind, die relativ einfach zu betrachten sind, wie sie vor dem Timeskip zu sehen sind und halt das Potenzial nach dem Timeskip möglicherweise aussehen könnte. Bei Mitsuki ist das Ganze ziemlich schwierig zu sagen, weil man aus dem Charakter nicht wirklich viel rausgeholt hat in der Vergangenheit, beziehungsweise in der Zukunft wahrscheinlich auch nicht viel aus ihm rausholen kann, beziehungsweise das halt komplett im Dunkeln liegt. Halt auch die ganze Sache mit Orochimaru und so weiter ist halt sehr, sehr fragwürdig, weil du halt auch den Standpunkt von Orochimaru in Boruto gar nicht kennst und gar nicht wissen kannst, was wirst du überhaupt aus ihm machen, wie wirst du diesen Charakter einsetzen, und Mitsuki steckt da natürlich ein bisschen drin, weil er das Bindeglied zwischen Konoha und Orochimaru einfach immer noch darstellt. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Am Mittwoch kommt das nächste Kapitel, das heißt, da werden wir gegen Abend auf jeden Fall über das neue Chapter sprechen. Über Kapitel 46 müsste das, glaube ich, sein, also Mittwoch kommt die Boruto Review. Sowohl im Anime als auch im Manga geht es gerade natürlich überhaupt nicht um Mitsuki. Mitsuki kommt hier und da natürlich mal vor. Im Anime hat er ab und zu mal ein paar Episoden, die über ihn gehen und so ein bisschen ihn aus der Slice of Life Richtung zeigen. Im Manga ist er eher irrelevant und kommt nur mal in Team 7 vor, aber nicht großartig wirklich als einzelstehende Person. Das heißt, Mitsuki hat noch nicht so diese wahren Momente, wo er herausstechen kann oder wo er irgendwie besonders wichtig ist. Und dementsprechend ist vor dem Timeskip so die Sache, wie man Mitsuki generell einsetzen möchte. Ich persönlich denke, dass der Anime sowieso immer in die Richtung gehen wird, die Charaktere, die im Manga nicht großartig erscheinen können oder nicht großartig im Fokus stehen, im Licht stehen, dass der Anime diese Charaktere nutzen wird oder die Zeit halt nutzen wird, diese Charaktere halt scheinen lassen zu können. Also diesen tragenden Unterschied quasi genau darzustellen. Das betrifft jetzt nicht nur Mitsuki, sondern auch andere Charaktere, beispielsweise die ganzen anderen Genen, die nicht in Team 7 sind oder so etwas, also zum Beispiel jetzt Team 10 mit Shikadai und so weiter, oder halt auch die ganzen anderen Charaktere, die im Manga vielleicht sogar gar nicht existieren. Das heißt, diese Charaktere werden im Anime behandelt werden, das sehen wir ja schon über 150 Episoden lang, und im Manga sind halt nur Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke wichtig. Selbst Sarada und Mitsuki sind nicht so relevant. Und das ist so der grobe Unterschied. Mitsuki ist einer davon und der ist in beiden Werken jetzt nicht so krass besonders gut weggekommen. Wir haben im Anime einen Arc über Mitsuki gehabt, wo er sich menschlich auf jeden Fall ein bisschen mit seinem eigenen Ideal auseinandersetzen musste. Meiner Ansicht nach war dieser Arc nicht so krass gut, zumindest in der Tatsache, dass du als Konsequenz irgendwas rausnehmen kannst, dass Mitsuki für sein Team, für Team 7 mit Boruto und Sarada, halt sich irgendwie großartig verändert hat. An sich wird Mitsuki sich schon ein bisschen weiterentwickelt haben, das siehst du einfach. Er hat ja im Anime auch zum Beispiel, so komisch das auch klingt, weil im Manga du davon gefühlt gar nichts hörst, er hat ja auch ein eigenes Haustier. Dementsprechend wird das im Anime auch ein bisschen auf die Schiene der Menschlichkeit gedrückt, dass Mitsuki sich auf jeden Fall charakterlich von den experimentellen Teil abheben kann. Also das merkst du im Anime schon. Im Manga, also im Original quasi, in der Vorlage, siehst du davon aber überhaupt gar nichts. Und da stelle ich mir die Frage, wie wird das Manga-only betrachtet vor dem Timeskip mit Mitsuki abgehandelt werden? Und ich denke, gar nicht. Also meiner Ansicht nach wird Mitsuki vor dem Timeskip Manga-only betrachtet gar nicht relevant sein. Überhaupt gar nicht. Genau das gleiche auch Sarada. Ich denke, Sarada wird ein paar Interaktionen mit Charakteren haben und so weiter, aber sie wird auch hier an dieser Stelle nicht relevant sein. Man geht only Boruto, only Kawaki, nur diesen Pfad, nur diese Richtung, und nach dem Timeskip, wenn ein paar Jahre nicht gezeigt werden und so weiter, wenn jeder trainiert hat, dann kann man auch andere Charaktere scheinen lassen. Man muss aber auch natürlich im Hinterkopf behalten, dass Charaktere, die nicht Boruto und Kawaki heißen, es generell schwer haben, überhaupt mit diesen beiden, in Anführungsstrichen, Protagonisten mithalten zu können, weil Boruto und Kawaki gottähnliche Kräfte besitzen. Das heißt, sowohl Sarada mit einem normalen Sharingan, später dann wahrscheinlich Mangekyo oder ewiges Mangekyo, wenn sie irgendeine Möglichkeit finden würde, das blinde Geschehen
umgehen zu können mit Byakugou no Jutsu oder sowas, wie auch immer. Das wäre eine Möglichkeit, wie sie sich quasi entwickeln könnte, wie sie der krasseste Uchiha werden könnte. Da haben wir ja schon ein paar Mal in Sarada-Videos drüber gesprochen. Aber bei Metsuki ist das so der Fall. Was hat er überhaupt für eine Aussagekraft in der Zukunft? Sage Mode hat er jetzt schon. Was kommt danach? Also kann er da irgendwie den Sage Mode weiterentwickeln? Kriegt er eine neue Stufe? Kriegt er ein neues Power-Up? Oder ist Metsuki, was viele in der Community sich bereits schon erdenken, ist er einfach nur eine Person, die dafür hinhalten muss, dass ein anderer Charakter quasi ein Power-Up erlangen kann? Beziehungsweise wird er einfach nur für den Tod genutzt? Also wird er quasi einfach nur in so eine Richtung gedrückt und hat kein eigenes Ziel? Ist er einfach nur dazu da, um zu sterben letztendlich? Meiner Ansicht nach ist die Bindung zwischen Metsuki und Sarada aber nicht so heftig groß, dass ich sagen würde, okay, ich gehe jetzt 100% davon aus, wenn Metsuki sterben würde, dass Sarada dadurch jemanden Gekyo erlangt. Das denke ich eher nicht. Ich glaube, das ist das Typische, was jetzt jeder so denkt. Ich denke, ich könnte mich eher mit der Tatsache anfreunden, dass jemand wie Sasuke beispielsweise sterben würde und die Bindung von Sarada viel, viel mehr Impact hätte. Nicht mit der Tatsache, dass ich jetzt sagen würde, Sasuke würde ich eher tot sehen wollen als Metsuki. Das meine ich damit nicht. Ich rede damit, dass der Impact oder die gewisse Ernsthaftigkeit hinter der Bindung, wie man das Mangekyou freischaltet, bei Sarada eher ankommen würde, als wenn Metsuki stirbt. Um aber generell mal über den Metsuki-Tod zu sprechen, muss man sagen, es muss natürlich trotzdem nicht sein, dass er überlebt. Also es kann trotzdem sein, dass Metsuki gegen Ende hin sterben wird, weil die Bindung zwischen Boruto und Metsuki halt trotzdem noch irgendwo ziemlich relevant ist oder immer weiter aufgebaut wird. Wir sehen, dass er sich menschlich immer weiterentwickelt hat, aber das ist mehr so eine Sache im Anime. Im Manga kommt das gar nicht so richtig rüber. Deswegen wird es hier eine Sache sein, wie der Manga das handhaben wird. Es kann sein, dass der Anime sich vom Manga so ultra stark abheben wird, dass man vielleicht irgendwann heftige Dinge einbringt, die komplett anders sind. Rein entwicklungstechnisch würde ich sagen, steigert man Metsuki nicht großartig. Also er wird sich nicht großartig weiterentwickeln von anderen Aspekten jetzt. Ich denke, man wird nur dieses Menschliche fahren bei ihm, mit seinem Haustier, mit Boruto, mit den anderen. Also dass er ab Timeskip vielleicht sogar vom Charakter her ein bisschen menschlicher wird oder ein bisschen einfühlsamer oder so etwas. Das ist schon besser geworden, wenn man sich mal den Anfang anschaut, wo Metsuki fast seine Kameraden töten wollte und so weiter, weil er nicht differenziert an das Ganze rangehen konnte. Da wird man jetzt schon auf aktuell zum Anime-Stand feststellen, der Typ hat sich schon verändert und manga-technisch ist das auch nochmal wieder was anderes, aber wir werden schon feststellen, okay, das wird nur diese Richtung gehen. Das ist halt eben die Sache, du hast keine anderen Punkte, die du bei Metsuki anpacken kannst. Meiner Ansicht nach keine anderen Aspekte bei dem Charakter, die interessant wirken, weil du nur diesen Weg eben verfolgst. Und da muss man halt einfach abwarten, wie sich Orochimaru und diese ganzen Hintergründe verhalten, wie man Metsuki da weiter einsetzen kann. Deswegen ist Metsuki auch das größte Fragezeichen mitunter in Borutos Generation, weil ich mir halt gar nicht vorstellen kann, wie du diesen Charakter einsetzen möchtest. Und gerade bei Metsuki bin ich sehr gespannt, wie er in der Zukunft eben verwendet wird. Die ganzen anderen Nebencharaktere lasse ich jetzt auch mal weg, weil die meines Erachtens nach mehr in die Schiene von dem Problem der Naruto-Charaktere wieder abdriften, dass man die nicht groß genug behandeln kann oder dass die einfach im Hintergrund stehen und nicht scheinen können, wie Boruto und Kawaki das eben können. Und wie gesagt, selbst Sarada und Metsuki haben schon das Problem, alleine stärketechnisch überhaupt mit diesen zwei Charakteren mithalten zu können. Und wenn allein schon Sarada und Metsuki dieses Problem haben, mit Boruto und Kawaki mithalten zu können, dann sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, wie es mit anderen Charakteren aussieht, irgendwelche Randoms, die einmal vorgekommen sind oder so etwas, wie die denn überhaupt weiter behandelt werden sollen, wie die denn überhaupt verwendet werden. Und dann wirst du so oder so zum Entschluss kommen, das kann nicht so richtig funktionieren. Also, ob Metsuki jetzt in der Zukunft sterben wird oder nicht, das wird sich entscheiden, das werden wir sehen. Ich persönlich denke, ein Tod von Metsuki ist sehr möglich, weil Metsuki zukunftstechnisch nicht so viele Wege hat, die er gehen kann. Also die Perspektive für Metsuki als Charakter ist aktuell aus beiden Sichten, sowohl Anime betrachtet als auch Manga betrachtet, nicht hoch. Also man kann aus diesem Charakter nicht viel rausholen. Deshalb würde ich sagen, man könnte den Tod definitiv als eine Möglichkeit betrachten, um dem Charakter seine Tiefe zu geben, als der Mensch, der dann schlussendlich gegen Ende hin geworden ist, so mäßig. Das wäre möglich, das halten die meisten für möglich, ich auch. Wenn man es nicht macht, wenn man Metsuki nicht töten würde, stellt mir sich die Frage, wie willst du Metsuki
diesen interessanten Punkt geben. Wie willst du ihm seine Relevanz geben? Wie willst du ihm sein Ziel geben? Was ist seine Aufgabe in der späteren Zeit? Und das ist halt so die Sache. Das wäre soweit von diesem Video gewesen. Lasst mir gerne mal eure Meinung zu Mitski unten in den Kommentaren da. Was meint ihr? Wie wird der Typ später verwendet werden? Also was ist seine Zukunft? Wird er sterben oder nicht? Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!